Ja, moin und willkommen zurück zu einem weiteren Game auf diesem Kanal. Wir gucken uns jetzt nach dem Erfolg von dem anderen SpongeBob-Game natürlich nochmal ein weiteres an. Jetzt gibt's SpongeBob Evil Clone. Ich bin sehr gespannt, was hier auf uns zukommt. Es ist natürlich laut wie Hölle, aber das kriegt ihr jetzt nicht mit. Hoffentlich. Ja, lasst uns einfach reinstarten, dann sehen wir, was das wird. Schön, dass ihr mit dabei seid, wie immer. Viel Spaß beim Zuschauen. In the vast expanse of existence, we often find ourselves entangled in a web of our own desires, driven by a hunger that knows no bounds. Imagine a world where a tiny creature by the name of Plankton, consumed by an insatiable appetite for power, hatched a plan that would forever alter the course of destiny. With a mix of mischief and misguided ambition, Plankton sought to create a malevolent replica of our beloved SpongeBob SquarePants, embodying the very essence of our darkest desires. As this nefarious doppelganger emerged from the depths, doppelganger, it brought with it a chilling reminder of the consequences that befall us when we succumb to our own greed. But fear not, for amidst the shadows of despair, a glimmer of hope shines through. It is in these moments of remorse that we come to understand the fragility of our own souls. You, my dear friend, now bear the weight of the world upon your shoulders. It is you who must embark on this perilous journey and confront the malevolence that threatens to consume us all. Okay. Das kleine Planktonviech hat also einen deftigen Plan am Start. Klein aber hoch, vergesst das nie, Leute. Ja, kurz gesagt, für dieses Planktonwesen hier mit einem bösen Klon von SpongeBob irgendwie das Schicksal seiner Art irgendwie aus dem Büschen retten. Die werden natürlich von allem gefressen, weil sie so klein sind und nahrhaft. Und da hat das Plankton keinen Bock mehr drauf. Und irgendwie soll es dieser SpongeBob-Klon richten. Nein, ich habe nicht vergessen, die Kamera anzuschalten. Ich lasse natürlich hier in der Sequenz mein Gesicht mal aus dem Bild. Oh mein Gott. Es lebt. Es ist ein Thumbnail. Das sieht doch nicht aus wie SpongeBob. Yay! Ich glaube, jetzt kann ich mal dazukommen. Und mit Patrick eine Runde tanzen. Patrick, du siehst so oberglücklich aus. Da mache ich mit. Das ist der Entenmoment, das ist der Ententanz. Na 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 na. Das ist auf jeden Fall der Ententanz. Der ist so, der ist ja natürlich international verbreitet. Das ist jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen. Also ihr seht es ja, selbst Patrick tanzt den Ententanz. Ich glaube, ich kriege jetzt keinen Copyright Strike wegen wegen dem Ententanzlied. Hey, die Steuerung ist ein wenig schwammig. Thaddäus, mein Bester. Ich bin's. SpongeBob, du musst mich erkennen, ey. Guten Abend. Panicking. Schlechten Abend. Was? What do you want? Sag einfach, was du willst. Ein Krabby Patty. Have a seat. Nimm Platz. Danke. Du bist nicht willkommen. Da gehe ich wieder. Geh wieder mit Patrick tanzen. Hast du auch noch irgendwas, Patrick? Nein, wirklich nicht. Ich setze mich hier. Vielleicht spiele ich auch noch gar nicht den SpongeBob-Klon. Sehr gut. Hey, ich will nicht hier sitzen. Ich will da sitzen. Ich will bei SpongeBob sitzen. Da kommt der Original SpongeBob. Good evening, sir. Hallo.
Ah ja, ich muss ja Enter drücken. Hey, SpongeBob, guten Abend. Do you want hot sauce in your patty? Willst du Soße auf dein Patty? Ja, bitte extra. Okay, Sir, just a minute. Alles klar, eine Minute. Hä? Ist Patrick ein Bein gebrochen beim Tanzen? Der schreit denn hier. Was ist das, Patty? Was war das? Well, that was scary. Das war gruselig. I will go to check. Can you do me a favor? Ich werde das mal nachsehen gehen, aber kannst du mir einen Gefallen tun? Natürlich Schwamm, also Sponge. There is a note in the kitchen with Taz. Das ist eine Liste mit Aufgaben in der Küche. Do it and I will give you the patty for free. I have to check the boys. Ich soll die Aufgaben erledigen und ich krieg den Burger umsonst und er geht in der Zeit checken, was das für ein Schrei war. Alles klar, kein Problem, Sponge. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht so recht, wie man aufsteht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Auf geh, Alter, meine Fresse, ey. Glotze so blöd, du bist mir nicht mal beim Aufstehen, Alter. Meine Güte, so hier. Was ist das denn? Das ist eine Fliege, die in der Matrix festglitscht? Nee. Das ist nur irgendein merkwürdiges Grafik-Teil. Patrick ist immer noch gut drauf, sehr schön. So, schmeiß den Müll in den Mülleimer. Pack Mr. Krabs Money in die Kiste, also Geld in die Kiste. Kann ruhig ganz übersetzen, oder? Das ist ja hier, macht Sinn. Oh, Müll. Und jetzt auf G. Plumps. Merkwürdige Steuerung dort. Es ist einfach eine merkwürdige Steuerung. Das Movement ist schwammig, die Knöpfe sind ungewohnt. Lumps. Ja, das haben wir. Mr. Krabs Money. Es nimmt das Geld und packt es in die Kiste. Warum komme ich in letzter Zeit immer wieder auf diesen Spruch? Das passt einfach immer mal wieder, ne? Na, in die Kiste. So. Jetzt ist es nicht so schwer. Guck mal, da ein Plankton. Das ist der Erdschurke. Der Bösewicht. Hey, ich kann das einfach regeln. Mit einem Fußtritt hier. Der ist zu klein, er schlüpft einfach durch mein Schuhprofil. So, ich glaube, wir sind fertig hier. Was glotzt du denn so dumm, Mann? Na, ja, da kommt Sponge zurück. Sponge war eine harte Nummer, du siehst nicht gut aus. Klingt auch nicht so gut. Irgendwas, Digga, irgendwas stimmt mit deinem Auge nicht. Warum sieht deine Nase aus wie ein Dildo? Ich bin kein Fake. Ja, wenn du das sagst, ey, er sagt, Leute, er sagt es, er ist eine ehrliche Natur, ich sehe das, er ist ein Ehrenmann. Ich bin der, realste SpongeBob in der Welt. Ich werde dir einen wirklich nicht vergifteten Krabbenburger machen. Oh, klingt gut. Ich nehme gerne einen. Erinnere dich an unseren Deal. Der geht aufs Haus. Wirklich, der SpongeBob kann tanzen, richtig? Ja, ich denke schon. Okay, dann werde ich dir zeigen, dass ich der richtige SpongeBob bin. Du hast auch ein paar sicke Dance-Moves, Alter. Kann ich voll nicht mithalten. Guck mal, Patrick, der schämt sich in Grund und Boden vor dir. Der ist schon weg hier. Wo ist Patrick eigentlich? Nice! 2 hours later. This is...
Diesmal nicht von mir. Das gehört zum Spiel. So. Ja. Ist ja ganz offensichtlich. Wir haben ja hier an der Wand, das ist die Position der Zahlen. Vier Stellen, dritte in A, S in F, E, I, 4. Ja, 4. Klingt logisch. Das Geheimnis liegt in der Reihenfolge des, liegt in der Alphabetsreihenfolge. Da kennt man ja, A ist 1. Ne? Und so weiter und so fort. Moment. Dann haben wir 6, 5, 1, 1, 8. Weil er ist 18, hat natürlich, muss man schon so eingeben, ne? Und dann wären wir hier durch. So ein Spind. Okay, da kann man sich drinnen verstecken. Erst so ein Spiel ist das. Okay. Okay, okay. Bäh. SpongeBobs alte Müffelsong. Warum liegen die denn hier so rum? Die halten bestimmt Leute von der Tür fern. Aber ich kann dir den Luxus nicht gönnen, den Dingern aus dem Weg zu gehen. Manchmal brauchst du eine Taschenlampe, um sehen, wie die Dinge wirklich sind. Ich brauche hier vor allem eine Taschenlampe, um überhaupt irgendein Ding zu sehen. Was ist denn für ein Strohdummy? Boah, das Phantom der Oper, ich orgel mir hier ein. Nein. Okay, wir haben hier tatsächlich so einen Pfeil und so ein Symbol. Ich glaube, er kommt da. Ja, das Ding ist, ich könnte jetzt hier lange rumdrucksen, aber ich kenne das, den Part hier schon so ein bisschen. Wir müssen diese Symbole finden, davon gibt es ein paar verteilt. Hier zum Beispiel, da ist noch eins. Das ist für blau. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe die Symbole aber schon. Ich kenne den Part hier schon. Das nächste. Ist ein bisschen verwirrend, der Raum. Hier steht auch hinten drauf Kick Me, aber irgendwie kann man machen, was man will. Man kann ihn nicht treten. Aber hier ist so ein Hebel. Den brauchen wir natürlich. Die Knochen sehen aus. Kennt ihr noch Grim Fandango? Daran erinnert mich das ein bisschen. War eins der letzten LucasArts Games. Haben sie versucht, so ein bisschen in die Dreidimensionalität zu kommen. Es hat aber nie so richtig geklappt bei Lucas. Er kommt von hinten. Nein, er kommt von vorne. Nein. Oh Mann. Ich dachte, weil ich war ja schon ein Stück nach vorne gelaufen und habe ihn da nicht gesehen. Und deswegen dachte ich, okay, er kommt auf jeden Fall von hinten. Oh. Egal, nochmal. Die sind wahrscheinlich aber Glück zu haben. Ich bringe jetzt erstmal den Hebel weg. Ich kann nämlich immer nur eine Sache schleppen. Das ist auch wieder eins von diesen Games. Hier ist auch noch so ein Ding. Ich finde die Bilder hier zu geil. Der schreiende Käse. Nein, das ist natürlich der schreiende Schwamm. So, weil da haben wir hier nämlich wieder Licht. Das ist immer wichtig. Mehr kann man hier auch eigentlich gar nicht machen, Leute. Aber es gibt natürlich noch eine Sache. Hätte ich eigentlich auch auf dem Weg erledigen können. Warum habe ich denn das nicht gemacht? Egal. Muss ich noch einmal hier rein. Hier ist auch so ein Schlüssel. Ist ja gar nicht, wofür der ist. Also, ab hier kenne ich das Spiel dann auch nicht mehr. Aber wir sehen jetzt eben halt diesen SpongeBob-Klon auf einen Kilometer Entfernung, wo er hinten war er schon. Er ist aber einfach wieder durch die Tür zurückgegangen. Egal.
Denn ich heiß drauf, hier die ganze Zeit von dem genervt zu werden. So, weil wir haben hier die Übersetzung unserer Codes. Und hier die Reihenfolge. Ich denke, ich habe den Code. 7, 9, 6, 8, 5, 2. Sehr gut. Boah, das ist ein Knochenlager. Wir SpongeBob noch retten können. Wir sollten uns nichts vormachen. Wahrscheinlich ist er tot. Gib mir jetzt sofort deine scheiß Tröte. Ich will immer allen die Tröten wegnehmen. Ihr wisst das, ey. Ich habe schon bei Christmas Night gesehen, da wollte ich dem Engel auch seine Tröte klauen. Wuhu-Seele-Action hier. Da bist du nicht der Bösewicht? Du! Danke Gott, ich kann... Ich bin endlich entkommen. Wer bist du überhaupt? Du kannst doch hier einfach durchgehen, ey. I'm Plankton, and I need your help to get out of this cage. Er hat einen Voiceover. Okay, fast. Er ist jetzt Plankton und er braucht natürlich unsere Hilfe, um aus dem Käfig rauszukommen. Sicher. Du bist so klein, du kannst easy durch die Stäbe laufen. Mein Reden, Leute. Ich find's gut, dass es hier nochmal erwähnt wird. Well, it may seem that way, but your comment about me being small didn't stick. Ich glaube. Er sagt sowas wie, ja, das sieht zwar so aus, aber dein Kommentar darüber, dass ich zu klein bin, nervt trotzdem. Ja, warum? Okay, tut mir leid. Du bist das größte Ding im Ozean. Well, the thing is, the creepy sponge underestimated me and thought I couldn't escape from a cage three times my size. Can you believe it? Also, dieser unheimliche SpongeBob hat mich unterschätzt und gedacht, er könnte mich in einen Käfig sperren, der das Dreifache meiner Größe hat. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das klingt merkwürdig, ey. Ich entschuldige mich dafür. In meinem Beileid, für dass du unterschätzt wurdest. Ey, dieses Voice-Over ist so fucking leise. Ich kann euch das nicht besser machen, auch in einer Nachbearbeitung oder so. Ich habe keine Einstellungsmöglichkeiten in den Optionen, um das zu differenzieren. Es ist ein bisschen blöd vom Sounddesign her, das Game. Keine Sorge, wir haben keine Zeit, uns darüber jetzt Gedanken zu machen. Wir müssen in mein Labor und eine Waffe bauen, um mit diesem unheimlichen SpongeBob klarzukommen. Warte, du erschaffst Sachen? Yes, unfortunately. But let's focus on finding a solution. We'll create a weapon that can effectively combat. Ja, auf jeden Fall, aber wir müssen jetzt eine Lösung finden. Also ich habe eine Waffe kreiert, dass sie ihn gut bekämpfen kann. Komm schon, gehen wir in mein Labor. Alles klar, zeig mir den Weg. War noch eine Tür. Also fahren kann er nicht. Also ich fahre. Ich kann auch nicht fahren. Ich fahre so ein bisschen mittig, da muss ich nicht so weit. Das klappt ganz gut. Ey, spannendste Szene in allen Games ever. Wenigstens gibt es ein bisschen funky Grooves dazu. Wie lange geht denn das hier? Wow, da wäre ich beinahe reingesemmelt. Eine Stunde später. Eine Stunde später. Ja, wenn es jetzt kommt, ist es von mir. Dann geht das hier noch eine Weile. Ey, euer Ernst? Jetzt gut. Noch ein, eine noch. Komm, das war die letzte. Nein, die aber. Komm, das war jetzt aber.
kann hier noch scheitern. A few moments later. Ja, hoffentlich, ey. Willkommen im geheimen Maniac-Labor. Was nun? To create the weapon, I need something very special. You must get a group of tiny um die Waffe zu bauen, brauche ich irgendwas ganz Spezielles. Du musst eine Gruppe von kleinen SpongeBobs und eine Tasse Kaffee organisieren. Also nur in einer alternativen Realität zu bekommen. Moment, kleine SpongeBobs und eine Tasse Kaffee? Das ist dämlich. Wie soll ich sie bekommen? In der alternativen Realität, der Evil SpongeBob ein großes Chaos angerichtet und Zerstörung. Aber das ist, wo die kleinen SpongeBobs und die Tasse Kaffee existiert. Die Tasse Kaffee macht mich fertig, Leute. Du musst vorsichtig sein, wenn du durch die Topsy-Turvy World navigierst. Okay. Ich kann nicht glauben, dass wir das machen. Aber Zeit ist wichtig. Ey, es ist essentiell. Irgendwie sowas. Was muss ich machen? I've prepared a special grappling gun. Use it to enter the machine that will transport you to the alternate reality. Once there, find the minuscule SpongeBobs and the elusive cup of coffee. Our world's future hangs in the balance. Okay, alles klar, so eine spezielle Greifwaffe konstruiert und die brauchen wir auf jeden Fall, damit soll ich das regeln und die Zukunft der Welt hängt natürlich davon ab, ne? Das ist eine merkwürdige und riskante Mission, aber ich werde tun, was immer nötig ist. Ich nehme die Greifhaken-Gun-Waffe und betrete die Maschine. Wünsch mir Glück. Der Plankton. Geh nicht. Okay. So, und jetzt die Maschine betreten. Von hinten. Also hier rein. Ist das richtig? Nicht richtig hier? Plankton. Fährst du jetzt weg? Das klingt doch nach einem Auto. Das ist original Vierzylinder Chevrolet Corvette. Hallo. Das hier doch nochmal was, ey. Wir glitschen durch die Realitäten. Hold the left muscle to grapple space to jump, okay. Eins von 9 Objekten. Was soll ich denn das hier? Was ist das denn? Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Leute, ach du Scheiße! Ah, oh Mann, ist das kacke, Alter. Ist das ein Rotz, Mann. Das bockt mich ja gar nicht, ey. Dieses SpongeBob-Bild bockt mich schon viel mehr. 20 Minuten später. Hier kann ich rauf. Da fall ich einfach durch. Ich halt's nicht aus. Yeah.
Jetzt. Ich habe nur noch 2 Minuten und. Leute, ey, wie soll man sich denn hier orientieren? Guckt euch die Scheiße doch mal an. 2 Stunden später. Das tut so weh. Ich will nicht mehr. Ich will das nicht mehr spielen. 3 Tage später. Nichts darüber. Leute, es ist der Wahnsinn. Guckt euch den Scheiß hier doch mal an. Wer designt denn sowas? Und vor allen Dingen, schreibt mal in die Kommentare, pro oder contra diese Aktion hier, ey. Findet ihr das cool, was hier gerade passiert? Bin ich jetzt hier wieder der Blöde, der immer nur am Nörgeln ist? Ich kann nicht weiter... Ich verliere die Kontrolle. Oh mein Gott, ich verliere die Kontrolle. Ich habe mich gerettet. Wow. Von 9. Alter, ich bin so übertrieben konzentriert gerade. Sorry, Leute, ich bin null kommunikativ. Alter! Ein Katapult, Alter! Einfach nur ein Katapult, ey! Man kann sich auch nicht verlangsamen, wenn man einmal in so einem Flow drin ist, dass der so abgeht hier, der Charakter. Ist vorbei. 2000 Jahre später. Der Trick scheint zu sein, auch eine möglichst kurze Leine zu verwenden. Ja, war jetzt wieder zu weit weg. Teilweise schießt er das Ding über die ganze Karte, Alter. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Wow, was knapp. No haste. Hier ist aber nicht eine Tasse Kaffee oder so, ne? Nee. Nein!
Ich war doch verdammt nochmal drauf, ey. Es ist auch noch so ein übelst langer Weg da, ey. Leute, ich mach das jetzt hier bestimmt schon eine Dreiviertelstunde. Nein, ne? Ich schwöre, Leute, ladet euch das Spiel runter bei itch.io. Link findet ihr in der Beschreibung. Probiert die Scheiße hier echt selber aus, ey. Probiert selber aus. Spürt den Frust, Leute. Spürt den Frust. Ihr wollt mich verarschen! Alter! Ich wollte mich eigentlich nicht so von der Zeit hetzen lassen, aber so langsam. Was ist denn mit der Scheiße? Ich hab irgendwo... Unglaublich, ich hab irgendwo einen SpongeBob übersehen oder so. Hab ich 8 von 9. Never give up, Leute. Never give up. Sorry, ich kann das nicht mehr. Ich hab das hier nicht mehr. Ey, das ist. Bis hier nur nicht weiter. Das ist meine Lebenszeit, Leute. Ich glaube, ich habe das jetzt hier wirklich diesen Abschnitt hier fast eine Dreiviertelstunde schwinge ich mich hier in so einem schlecht programmierten Game durch die Gegend. Irgendwer auf YouTube wird es durchgespielt haben. Ich habe euch das Spiel jetzt präsentiert. Es war bis hierhin eigentlich ein bisschen witzig. Aber dieser Abschnitt hier, ich schaff's einfach nicht, ey. Das ist, ihr habt's gesehen. Ladet euch das Spiel runter, versucht es selber, guckt bei irgendwem, ob er es geschafft hat. Mir ist mein Leben zu schade, um das für so eine Scheiße hier rauszuballern. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und dass wir uns dann auch zum nächsten Video wiedersehen. Aber so ein Rotz hier, ich weiß nicht, ey. Ich werde mir in Zukunft Videos echt angucken. Vielleicht kommt das Video hier auch gar nicht raus. Ich weiß es nicht. Ich will so eine Kacke einfach nicht mehr spielen. So eine kaputte, verglitschte, unkorrekt programmierte Scheiße hier. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Echt nicht, ey.
Hatte ich nie, werde ich nie haben. Keine Pixel Games, kein so ein Schrott hier. Es ist echt, das kannst du nicht, das kannst du, das geht einfach nicht, ey. Egal, Hauptsache euch hat's unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao. What the fuck is this piece of shit?